Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren eigenen Freifunk-Router aufstellen könnt und somit kostenloses und freies WLAN für eure Besucher, Gäste oder alle, die um euch herum zu, anbieten können. Und das dabei völlig sicher, da die Verbindung immer durch ein VPN in das Freifunk oder an die entsprechenden Freifunk-Server gesichert ist. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr sucht euch einerseits einmal eine lokale Freifunk-Community aus. Das macht ihr, indem ihr auf die freifunk.net-Seite geht, auf wie mache ich mitklicke und Community finden anwählt. Dort entsteht jetzt eine Karte mit allen Freifunk-Communities, die bekannt sind. Und davon habe ich jetzt einmal drei ausgewählt, Bielefeld, Nordwest und Bremen, und zeige euch, wie ihr da dann an die Firmware für den Router kommt, den ihr aufstellen möchtet. Und das ist auf allen eigentlich sehr ähnlich. Ihr geht auf die Seite von Freifunk Bielefeld jetzt zum Beispiel. Wie mache ich mit? Und dann unter Downloads, Firmware Wizard, findet ihr hier einen Wizard, bei dem ihr euer Gerät auswählen könnt und das dann euch die entsprechende Datei, die ihr runterladen müsst, bereitgestellt wird. Ich gebe zum Beispiel einen TP-Link, weil ich einen TP-Link-Router habe, den ich als Freifunk-Router verwenden möchte und auch gleich zeige, wie das damit funktioniert. Da habe ich einen Archer C7 mit der Version 5. Die Version blende ich euch jetzt einmal kurz ein. Habe ich ein Foto davon gemacht, findet ihr auf der Rückseite so einen Barcode mit Modellnamen und dann steht dahinter Version 5.0 bei mir. Kann bei euch anders sein. Und dann ladet ihr hier das First Installation, die Datei dazu runter, um den Router zu flashen, und wählt die stabile Version aus. Hier ist auch kein anderer verfügbar, aber bei anderen Freifunk-Communities ist das auch das auswählbar. Aber eigentlich braucht ihr immer die stable Version, die anderen Versionen sind mehr zu Entwicklungszwecken. Und jetzt auf Freifunk Nordwest, da funktioniert es ganz ähnlich, allerdings müsst ihr hier direkt auf Firmware klicken. Dann kann man hier C7 oder einfach Archer C7 eintragen, dann findet man den Router, den ich hier vor mir liegen habe. Wähle hier auch Hardware-Version 5 aus, Erstinstallation und die Stable-Version. Und auch bei Bremen funktioniert das ganz ähnlich. Dort klicken wir hier auf Einsteiger-Firmware. Jetzt auch wieder C7 oder Archer, da finden wir ihn. Das war V2, V4, V5, erste Nation und der Online. Jetzt haben wir halt die Binaries runtergeladen und wir müssen jetzt von einem davon entscheiden. Sinn macht es, den am euch lokalsten und am nächsten zu wählen. Und deswegen werde ich jetzt gleich mit der Installation einer dieser Images fortsetzen. So, ich habe jetzt meinen Router angeschlossen. Das macht man, indem man einmal das Stromkabel nimmt, es in die entsprechende Buchse in dem Router steckt und in die Steckdose und zusätzlich das Netzwerkkabel, das dabei ist, an einen der vier gelben Ports und in den eigenen PC. Dann wartet man ein paar Minuten, bis der Router soweit ist und erreichbar ist. Das kann man ganz leicht testen, indem man im Browser einmal die IP-Adresse eingibt, Enter drückt, dann öffnet sich die Seite des Routers. Und falls ihr noch nicht erreichbar sein solltet, ein paar Minuten warten, nach kurzer Wartezeit wird die dann erreichbar sein. Zuerst sollen wir einmal ein Passwort festlegen. Da können wir einfach irgendwas eingeben. Das wird nachher überschrieben, sobald wir die neue Firmware installiert haben. Also die Freifunk-Firmware. Das brauchen wir auch nicht speichern, aber vielleicht merken, falls die Installation nicht klappen sollte. Ja, wir wollen einmal die Zeit und eigentlich können wir das Ganze hier auch einfach abbrechen, denn wir wollen nur in die Einstellungen. Jetzt gehen wir auf Advanced, System Tools und auf Firmware Upgrade. Das ist nämlich der Punkt, wo wir diese gerade heruntergeladene Binary-Datei installieren können. Dazu nehmen wir hier bei New Binary File die Datei aus, die wir gerade heruntergeladen haben, also im Download-Verzeichnis. Ich jetzt die von Freifunk Nordwest doppelt draufklicken, Upgrade klicken, ja. Und jetzt startet der Router mit dem Upgrade. Das dauert dann ein paar Minuten und danach sieht es so aus oder es öffnet sich schon direkt die Seite des Freifunk Routers. Falls ihr das nicht tun sollte, müsst ihr hier die Adresse anpassen, dass hier noch eine 1 dazu kommt und den ganzen Rest daraus löschen. Und jetzt sehen wir hier diese Freifunk-Konfigurationsseite.
Hier können wir hier meinen Namen vergeben. Den kann man einfach für den zufälligen Namen lassen oder einen eigenen Namen vergeben. Dann kann man hier die Internetverbindung nutzen. MeshVPN auf jeden Fall ja, weil wir den über unseren Internetschlüssel ins Internet lassen und der dann durch das VPN getunnelt das Internet zur Verfügung stellt. Hier kann man zusätzlich die Bandbreite begrenzen, wenn man nicht seinen kompletten Anschluss an alle draußen vergeben möchte, sondern nur einen Teil. Einfach hier was eintragen und dann wird es entsprechend begrenzt. Bei Knotenpositionen veröffentlichen kann man einmal Längen- und Breitengrad eingeben und eventuell auch die Höhe. Dann wird es auf der Karte von Freifunk Nordwest dargestellt. Die findet man zum Beispiel hier unter Live-Stats, wenn ich jetzt Internet hätte. Und hier noch eine E-Mail-Adresse, über die ihr kontaktiert werden könntet, wenn zum Beispiel euer Freifunkrouter nicht mehr funktioniert oder irgendwas anderes. Danach klickt ihr auf Speichern und Neustarten und der Router ist dann fertig eingerichtet. Danach muss nur noch der Router über den blauen Port, den er hat, mit eurem Router verbunden werden. Und schon verbindet sich automatisch mit dem Freifunknetzwerk und alle können über diesen Router surfen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Die Anleitung ist soweit verständlich und hoffe, dass ihr möglichst viele Freifunkrouter aufstellt. Bis dann.